Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute mal aus Krautsand am Elbstrand. Und zwar von dem Küstendreif-Treffen. Unterwegs bin ich mit dem 59er. Alles ein bisschen grob eingeräumt. Oben auf dem Dach befindet sich natürlich das Dachzelt, worin ich nächtigen werde. Wir stehen gerade hier am Eingang. Ja, und ich bin jetzt seit Dienstagmorgen hier, hab noch ein bisschen Urlaub an der See gemacht und jetzt ist es 8:30 Uhr, Freitagmorgen. Wir stehen seit 6 Uhr in der Schlange. Ich bin hundemüde. Wenn ich jetzt am Platz ankomme, lege ich mir jetzt nochmal schön ins Dachzelt und penne ein bisschen. Und dann gibt es ein paar schöne Eindrücke von diesem wunderschönen Strand und Treffen. Seid gespannt und viel Spaß bei dem Video. Bis dann. So, angekommen auf dem Platz. Hier der Käfer mit Dachzelt. Die Wohnung für die nächsten Tage. Ja, Auto hat mega gelaufen. 430 Kilometer, aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Treffen, direkt am Meer oder an der Elbe, eher gesagt. Ich werde euch da auch noch ein paar Bilder oder Video-Eindrücke machen. Ja, jetzt gehen wir mal ein bisschen rum, gucken uns mal die tollen Autos an. Hier sein Bus sogar aufgeräumt diesmal.
So einen habe ich in meinem Ovali auch. Hast du mehrere Käfer? 7 Stück. Das ist langweilig. Weil im Grunde sind ja alle irgendwo recht ähnlich. Also ich meine klar die Details, aber... Ich habe alle Varianten. So ihr Lieben, wie ihr seht, bin ich wieder zurück. Und das Treffen war echt mega. Also ich kann es nur jedem empfehlen, der da nicht mal war. Die Location, der Strand direkt. Ganz, ganz dickes Lob an die Veranstalter. Da werde ich jetzt jedes Jahr hinfahren. Und habe mich schon geärgert, dass ich nicht schon mal früher dahin war. Aber naja, jetzt war ich da. Kevin hat gut durchgehalten. Dachzelt. Einwandfrei drin geschlafen. Mit einer Woche Urlaub hier noch. Und wie gesagt, auf jeden Fall mal das Treffen besuchen. Ich bin nächstes Jahr auf jeden Fall wieder mit dabei. Wenn euch das Video gefallen hat, like da lassen, Kanal abonnieren. Und weiterhin auf Videos freuen. Bis dann. Tschüss.